Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Liebe Sünde und alle Achtung. Wir hatten uns in der letzten Woche seelisch alle schon darauf eingestellt, dass wir mit Liebe Sünde vor leeren Rängen spielen, denn die Konkurrenz war äußerst heftig. Es gab das WM-Halbfinale, aber sie waren da. Prima. Und das sind die Themen unserer heutigen Sendung. Was bloß haben Autos und nacktes Fleisch miteinander zu tun? Es tut immer wieder weh und es ist gar nicht okay. Der gemeine Liebeskummer. Wie wäre es mit unten ohne Praxis und Kunst der Beschneidung? Sehen Sie, das ist Berlin. Und da wohnt ein Mann, der heißt Uwe Kipp. Der hat sich sein Leben lang darüber geärgert, dass bei Sexpartys eigentlich immer Schmuddel mitspielt. Das wollte er nicht. Und das hat er auch geändert. Er hat sich eine Penthouse-Wohnung gemietet und er veranstaltet jetzt zweimal im Monat Sextreffen mit Niveau. Oder wie eine Teilnehmerin das sagt, bei uns gibt es keinen Rudelbumm, sondern das sind wirklich sehr schöne, sehr angenehme Sexpartys. Da sind wir mal hingegangen, das haben wir uns angeschaut und dabei festgestellt, der Uwe Kipp an sich ist auch schon eine Geschichte wert. Denn was er alleine mit dem Geld macht, was er einnimmt, er kauft sich nämlich dafür teure Ballkleider. Mit denen zieht er abends durch die Berliner Nächte. Und nicht, weil er schwul wäre, sondern weil er sagt, das ist für mich eine tolle Art zu verstehen, wie Frauen sich fühlen. Außerdem hält er sich noch eine sogenannte Königin und zwei Prinzessinnen. Sehen Sie, das ist Berlin. Er war Geschäftsführer in einem Autohaus einer Kleinstadt, hatte interessante Hobbys und liebte die Verwandlung. Als ihm seine Heimat zu eng wurde, packte er die Koffer und landete in einer Berliner Penthouse-Wohnung. Ich möchte nicht immer sein wie ein Banker. Ich möchte auch nicht immer sein, so wie jetzt. Ja? Ich zieh mir vielleicht nachher einen schwarzen Anzug an.